Das Setting. Boah, oh Mann, wir pennen. Na, Halleluja. Jeden Fall eure Meinung. Verdammt. Tschüss doch. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge Last Hope Bunker Zombie Survival. Leute, einen längeren Titel für ein Spiel hätte man sich kaum ausdenken können. Aber Leute, wir haben uns das Spiel in der letzten Folge schon mal ein bisschen angeschaut. Wir haben die Anfänge gemacht und ich möchte noch ein bisschen mit euch weitermachen. Ich denke mal so ein bis zwei Folgen auf jeden Fall wird es noch werden. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das Spiel hier entwickelt und was noch alles so passiert. Wir haben in der letzten Folge schon die ersten Quest-Objekte, die Quest-Punkte erreicht. Wir sind nochmal zu Hause in der Basis. Wir werden jetzt nochmal versuchen, ein paar Sachen zu craften. Wir haben ja etwas Material mitgebracht und ich schaue einfach mal kurz durch, was wir alles machen können. Wir können hier Materialien herstellen aus Metall. Wir können Mikro-Circuits herstellen aus den kaputten Circuits, die wir gesammelt haben. Wir könnten eine Axt herstellen, eine neue. Wir haben zwar noch eine, ich weiß gar nicht, warum wir eine neue brauchen. Wir könnten uns auch einen Baseballschläger ausbauen. Bräuchten aber 80 Metall. Wahrscheinlich sind das einfach stärkere Waffen. Genau. Wir können neue Munition machen und ich denke, davon werden wir uns mal ein bisschen was bauen. Das können wir uns auf jeden Fall mal. Munition, denke ich mal, kann man nicht zu viel haben. Andere Waffen haben wir noch nicht gefunden. Wir könnten Shotgun machen, wenn wir genügend Material hatten. Den werden wir bei Gelegenheit tun. Neue Waffen können wir noch nicht. Einen neuen Rucksack. Ich denke, unser Rucksack ist auch noch groß genug. Das ist gar nicht unser Problem zurzeit. Hatten wir eigentlich schon eine neue... Moment. Eine neue Gasmaske gebaut? Ich bin mir gar nicht sicher. Wir haben immer noch Basic. Wir schauen mal rein. Dann bauen wir uns einmal die verbesserte. Die bringt uns nämlich ein bisschen mehr Überlebenschance, ein bisschen mehr Dauer, bis wir die Filter wechseln müssen. Und da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, also dieses Filterwechseln geht mir persönlich ein kleines bisschen auf die Nerven. So, jetzt haben wir den neuen. Der bringt jetzt schon 400 Filter mit Sporenresistenz 3. Ich denke mal, damit sind wir ein bisschen besser aufgestellt. Wir haben 477 Schuss Munition. Wir ziehen einmal los und schauen weiter. Schauen uns mal ein bisschen um. Wir hatten hier unten den Travel Point freigeschaltet und werden uns von hier aus, guck mal, hier gibt es noch Quests irgendwo hier in der Nähe. Wir werden von hier aus weiterziehen und gucken, dass wir noch ein paar Quests machen. Und uns auch ein bisschen durch die Zombie-Horden hier ballern, Leute. Mit so viel Munition sollte das ja wohl möglich sein. So, hinfort mit ihr. Streck sie alle nieder. So, hier werden wir uns gleich wieder durchschleichen. Ich denke, das ist... Ich gucke noch mal kurz auf die Karte. Wir werden von hier aus wieder Richtung Straße laufen müssen. Und ich hoffe, irgendwo hier hinten. Ich weiß gar nicht, ob wir hier lang können. Das hatte ich mir gar nicht angeguckt. Ansonsten gehen wir die Straße hier mal weiter runter. Und ich hoffe, dass wir in der Richtung irgendwo noch einen weiteren Travelpunkt finden werden. So, wir crouchen hier ein bisschen durch und versuchen nicht allzu viel von dieser Sporenluft zu atmen. Wenn man ein bisschen darauf achtet, dann kann man schon... Oh! Verdammt, das war nicht gut. Kann man den Ganzen ein bisschen aus dem Weg gehen? Ist vielleicht... Oh, aufgepasst, aufgepasst. Also ich finde es immer noch furchtbar schwierig, hier unter den Büschen zu sehen, ob da irgendwelche Sporen rumliegen. Das ist gar nicht so gut gemacht. Und auch die Soundkulisse ist mir persönlich irgendwie zu eintönig und zu langweilig. Aber vielleicht passiert da ja noch was. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel in einen Early Access startet. Ich glaube, das, was wir jetzt spielen, ist gerade quasi eine Alpha-Version. Wenn ich das... Oh, aufgepasst. Oh, pass auf. Wenn ich... Rückwärts raus. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann spielen wir hier quasi eine Alpha-Version noch. Aber da jetzt der Release unmittelbar bevorsteht, entweder ist es eine Pre-Alpha-Test-Version, bevor die Early Access startet, was natürlich sein kann. Aber so viel Informationen habe ich mir da noch gar nicht rangeholt. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. So, lad nochmal nach, mein Lieber. Bisschen auf Nummer sicher gehen. Aber wir haben viel Munition. So ging es uns am Anfang nicht. Ich denke, jetzt kommen wir doch deutlich flotter hier durch die Gegend. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil unsere Filter, wir haben noch einen einzigen Filter, den wir wechseln können. Das ist nicht wahnsinnig viel. Ich finde die Idee ja eigentlich gar nicht so verkehrt, dass man vielleicht so ein Equipment hat, dass man auch mal in Gebiete kommt, wo man Filter braucht, aber dass ich das überall brauche. Weiß ich nicht. Das setzt mich irgendwie hier unter Druck und bringt mich in Stress. Mag ich irgendwie nicht so gerne. So, pass mal auf, wir müssen hier oben lang.
dass sie nicht wieder hier von dem Nebel kriegen. Unser Filter ist jetzt quasi knapp bis zur Hälfte runter. Da könnte noch ein bisschen was gehen. Los! Baller hinab! So, im Haus ist auch wieder das Respawn. Da möchte ich jetzt aber nicht rein. Ich möchte direkt durch. Ich möchte mich gar nicht so lange aufhalten. Ich möchte sehen, was hier hinten alles noch kommt. Wir schauen gerade mal auf die Karte. Sind wir richtig? Wir könnten jetzt hier runter. Können wir hier oben denn auch noch lang oder ist das noch versperrt? Das sieht mir fast so aus. Komm, guck dich mal oder mach's mal an. Eine schöne Stealth-Attacke hier. Kannst du? Nee, kannst du nicht. Hast du verkackt. Grimo! Hier können wir auch nichts mit anfangen. Können wir nicht looten? Warum nicht? Ich loote so gerne Polizeiautos, da gibt es doch immer mal ein bisschen Munition. Sind anscheinend gerade alle leer. Ist nicht so wild. So, wir gehen hier lang. Ich schaue noch mal kurz auf die Karte. Bin ich richtig? Ich denke schon, wir sollten hier einigermaßen richtig sein. So, ich würde ganz gerne die erste Quest abschließen und gucken, ob wir den nächsten Travel Point erreichen. Das wäre so mein Minimumziel, was ich gerne hätte. Aufgepasst. Aber sagt mir bitte gerne eure ehrliche Meinung zu diesem Titel. Mögt ihr Spiele in dieser Art und Weise oder ist das so überhaupt gar nichts für euch? Ich tue mich da ehrlich gesagt schwer mit. Ich finde so ein Spiel in so einer Top-Down-Ansicht, das ist irgendwie, es hat Flair, es ist ganz okay. Da habe ich auch schon Zombie-Spiele und Survival-Spiele gespielt, die einen ähnlichen Ansatz hatten. Bin mir aber hier wirklich an dieser Stelle nicht sicher. Aber wie gesagt, wenn es eine Early Access ist und da noch einiges kommt, kann es ja sein. Auch diese komischen Pilze immer. Das sind so für mich ein bisschen aufgesetzte Geschicklichkeitsbasen. Ich nicht weiß, ob ich das unbedingt. Vor allen Dingen, bin ich auch noch ein ganz kleines bisschen sehr, sehr sogar auf Kriegsfuß mit dieser Steuerung hier, muss ich ehrlich sagen. So, der nächste Punkt ist aktiviert. Das ist schon mal sehr gut. Wir kriegen auch direkt ein bisschen Loot. Wie wäre es mit dem Filter? Wir haben einen Filter bekommen. Das ist schon mal nicht schlecht, Leute. Wo gehen wir jetzt lang? So, können wir hier irgendwo durch? Oder stecken wir jetzt hier fest? Also ich sehe hier keinen Ausgang. Weder hier unten noch irgendwo anders. Oh, verdammt. Keine gute Idee. Komm, schmeiß ja mal den nächsten Filter rein. Es ist wieder soweit, Grimo. Müssen wir vielleicht hier dran vorbei? Nein, auch nicht. Uah. Aufpassen, dann gehen wir mal hier ganz vorsichtig unten drumrum. Auch diese Nebeldinger, ich finde es irgendwie schwierig. Tut mir, muss ich sagen. Ich finde dieses Prinzip ehrlich schwierig. Das Kämpfen gegen unglaublich große Zombiehorn finde ich ja gar nicht schlecht, aber auch das. Es ist ja im Prinzip eine Retortenqualie. Es ist immer das Gleiche. Die sehen alle gleich aus. Ich habe bis jetzt, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Varianten von Zombies gesehen. Und mehr ist darüber hinaus noch nicht. Oh, hier ist noch der nächste. Komm, den nehmen wir noch mit. Nächste Turm aktiviert. Und immer noch überall dieser Nebel. Leute. Komme ich da irgendwie dran, ohne irgendwo drauf zu treten? Ich glaube nicht. Na, super. Wieder mal in den Matsch getreten. Hier können wir noch rein. Leute, überall dieses blöde Zeug. Also es gibt Designentscheidungen, die kann ich nicht richtig nachvollziehen. Es soll wahrscheinlich irgendwie die Spannung erhöhen und das Gefühl stark in den Vordergrund bringen, dass wir hier immer wieder auf unser Überleben achten müssen. Wir müssen diese Filter besorgen. Toll, ja, das könnte man auch anders lösen. Wir nehmen Materialien mit, natürlich. Alles gut. Materialfarben, das kennen wir aus allen anderen Zombie-Spielen und so weiter. Wir spielen natürlich auch. Ist hier halt ein bisschen. Ich mache Kisten auf und nehme was mit. Leute, ich finde es optisch sieht es ganz cool aus, irgendwie. Das Setting. Boah, oh Mann, wir brennen. Na, Halleluja. Guckt euch die Horde an, die da unten hochkommt. Sehr, sehr schade, Leute. Da hat es mich dahin gerafft. Hat das eigentlich irgendwelche Nachteile für mich? Wenn ich jetzt ins Inventar schaue, wir haben, glaube ich, noch alles dabei. Ich glaube nicht, dass wir viel verloren haben. Jetzt muss ich natürlich den ganzen Weg nochmal latschen. Sehr schön. Wir hatten noch nichts Neues freigeschaltet, also rennen wir jetzt nochmal durch.
Auch das ist eine Geschichte, die ich irgendwie nicht so pralle finde, muss ich sagen. Ja, ich weiß, wir haben. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Mieser Nebel, miese, miese Spuren. Und wieder eine unsichtbare im Busch übersehen, oder? Eine unsichtbare übersehen, wunderbares Deutsch. So, Grimo, lauf, lauf, lauf. Dass ich die ganzen Wege immer wieder von neu beschreiben muss und nur diesen einen Einstiegspunkt habe, diesen einen, weiß ich, die Entwickler denkt doch noch mal drüber nach, ob das eine kluge Entscheidung ist. So, vielleicht wäre ja auch die Möglichkeit, irgendwo zu speichern, nicht schlecht. Weil es auch, okay, man kann natürlich auch sagen, komm, Speicherpunkt ist da, wo man in seiner sicheren Base ist. Aber auch das finde ich schwierig. Wenn ich irrsinnig lange Wege zurückrennen muss, wenn ich merke, meine Maske ist kaputt. Jo, ich. Ja, weiß ich nicht. Ich plane hier meine Einsätze nicht so explizit durch, dass ich sage, komm, ich habe eine halbe Stunde Zeit mit meiner Maske und wenn ich das nicht schaffe, muss ich rechtzeitig wieder zurück sein. Es soll ja Spaß machen und nicht nerven. Also ich hoffe, dass da noch was passiert, dass das Spiel wirklich noch in einem frühen Stadium ist. Ansonsten. Ist es halt. Oh, Moment, wir müssen hier wieder durch. Pass auf, pass auf. Konzentrier dich mal ein bisschen. Sammel nicht so viel, konzentrier dich. Ich dachte, ich mag das von der Optik her eigentlich. Die Grafik gefällt mir gut. So, hier war doch gerade der Turm, genau, der Turm und der Wurm. Begann der Turm sich zu regen. Regenwurm heißt er da. Nein, das war der Wurm, nicht der Turm. Pflanzung, das sieht okay aus. Leute, sagt mir bitte ganz, ganz dringend eure Meinung. Ich habe ja schon ein paar Meinungen bekommen. Nicht jedem gefällt das Spiel, kann ich gut nachvollziehen. Aber sagt mir da auf jeden Fall eure Meinung. Verdammt! Schieß doch! Da werden wir wahrscheinlich gefunden. Lauf, 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 lauf! Was machst du? Schieß doch! Ich habe keine Ahnung. Halleluja. Ich habe das Gefühl, wir sind hier irgendwo reingefallen, wo es kein Kommen mehr gibt. Ich klemme fest. Na super. Also eine Geschichte. Doch, jetzt geht's wieder raus. Jetzt geht's wieder raus. Na komm, macht alle Platz. Jawohl. Danke, Wasser, den mussten wir erledigen. Oh, Leute. Unnötiger Stress. So, sammeln wir alles ein. Wir haben nicht mehr. Warum komme ich jetzt nicht mehr rein? Gerade kam ich nicht raus. Jetzt komme ich nicht mehr rein. Verstehe ich auch nicht. Kann ich jetzt hier oben wieder durch? Okay, es gibt einiges zu looten. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir nehmen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch schwierig, dass ich gar nicht sehe, wo was steht. Immer sehr seltsame Designentscheidung ist nicht so mein Ding. Wenn ich an so Spiele von oben schaue, aus dieser Isometrie-Top-Down-Perspektive, muss ich irgendwie auch immer an XCOM denken. Aber das ist natürlich ein Spiel, was mir mega gut gefällt, was ich wahnsinnig cool finde. Ist ein bisschen taktischer, ein bisschen, ein bisschen eine andere Nummer. Oh, meine Filter gehen wieder Zweige. Wir sollten gleich nochmal wechseln. So, ich bin wirklich ein bisschen hin und her gerissen hier mit diesem Titel. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll und will. After the explosion, many went to the underground. Nach der Explosion haben sich viele in den Untergrundbunkern versteckt. Aber es ist nicht sicher. Sehr, wie auch immer. The virus gets everywhere. Der Virus kommt überall hin. Na gut, auch in die Bunker anscheinend kommt der Virus. Leute, wir haben hier was zu looten. Aber auch hier ist ständig dieser Nebel dran. Es macht mich irgendwie kirre. Also ich weiß, der Nebel.
Ach, danke. Die Steuerung ist für mich zu hakelig. So, ich würde sagen, wir gehen noch mal hoch. Ich denke, hier unten haben wir wahrscheinlich alles gesehen. Wir machen hier noch ein paar Kisten leer. Und schon wieder hakelig herum. Also gerade für solche engen Passagen hier ist die Steuerung für mich absolut eine Katastrophe. Und die Fässer kann man anscheinend immer schön kaputt schießen. Wenn denn da viele Zombies sind, das hat sich erledigt. Wir haben alles einfach mal runtergelockt. Wir haben es irgendwie überlebt. Das ist in Ordnung. Der Grimo macht das schon. So, wir gehen nochmal hier hoch, ich glaube. Okay, da ist eine Treppe, an die kommen wir nicht ran. Aber hier hinten gehe ich noch einmal oben gucken. Also auch die Soundeffekte. Ich finde die Soundeffekte wirklich irgendwie, gelinde gesagt, sehr langweilig. Sehr. Es ist immer das Gleiche. So, ich kenne auch nicht viele Spiele von diesem Entwickler. Eigentlich wahrscheinlich noch gar keins. Habt ihr da Erfahrung? Habt ihr schon mal Spiele von. Ich weiß es gerade gar nicht den Namen mehr. Der von dem Entwickler mal gespielt? Kennt ihr da was? Sind die Spiele alle in dieser Art und Weise? Oder? Ich meine, es ist ja ein Indie-Titel, ist ja völlig in Ordnung. Auch Indie-Titel können sehr, sehr, sehr cool sein. Ich spiele gerne Indie-Spiele, aber jetzt hier, ich weiß es nicht, Leute. Schon wie, warum müssen überall diese Dämpfe hochkommen? Warum? So, hier ist wieder eine Sackgasse. Halleluja. Kannst du hier unten durch? Ist hier irgendwo. Man muss sich seine Wege suchen. So, hier scheint es überhaupt nicht weiterzugehen. Und ich habe immer noch keinen neuen. Ja. Keinen neuen Travelpunkt gefunden. Das heißt, geht mir hier irgendwo meine Atemmaske zugrunde. Gut, dann hängen wir fest. Dann geht es nicht weiter. Dann komme ich auch. Ja, komm, wir lesen das jetzt nicht mehr. Das ist mir irgendwie alles zu viel. Zu viel Leserei. Ich finde das halt irgendwie aktuell so ein bisschen unspektakulär. Warum renne ich hier rum? Warum müssen wir durch? Warum kämpfen wir uns hier durch die Gegend? Ich habe kein. Scheiße, was ist denn das? Jetzt pass auf. Wie sollen wir das denn kaputt kriegen? Ja, Halleluja, komm. Schieß mal vorne. Man nimmt das Ding überhaupt Schaden? Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Komm, wir rennen einfach mal durch. Mal sehen, was passiert. Hier ist. Aber wir gehen jetzt weiter. Lauf, lauf, lauf. Also diesen Riesenklasser konnte ich irgendwie nicht besiegen, anscheinend. Und ich habe immer noch. Ja, komm, baller alles weg, komm. Immer noch keinen neuen Travelpunkt gefunden. Also hier in der Nähe sollte was sein. Lass mal schauen, wenn ich jetzt nicht in die Richtung laufe, entferne ich mich doch vom Travel Point. Da oben auf der Straße sollte was sein. Na? Okay, das heißt, wir müssen wieder hoch. Oh. Nehmen wir mal noch mit. Komme ich denn da überhaupt irgendwo hoch? Sieht gar nicht so gut aus, Leute. Da oben auf der Straße soll was sein, aber ich komme dort nicht hin. Zumindest will ich vielleicht ja über einen Umweg. Und schon wieder. Wir nehmen einmal Medizin. Und gönnen uns auch nochmal einen neuen Filter. Damit wir hier keine bösen Überraschungen erleben. Okay. Es kommt mir so vor, als wären wir hier schon gewesen. Wir sind einfach wieder zurück.
Sehr, sehr schön, Leute. Ja, do not enter. Aber hier waren wir schon, hier entern wir wieder. Und wir sind wieder hierhin zurück. Ich habe keine. Ja, nehmen wir erstmal nochmal alles mit. Ich habe keine Idee, wie ich zu diesem Travel Point hier kommen kann. Überhaupt nicht. Ich habe die Vermutung, wir müssen wieder hier rum, hier runter und irgendwo hier rein. Wenn es denn da einen Weg gibt, aber ich glaube, hier waren Leitplanken, da ging es nicht rein. Leute, auch hier hinten habe ich, ich glaube, ich gehe einfach, nee, ich kann den Weg jetzt nicht mehr zurückgehen. Nein, warum denn nicht? Leute, man irrt hier einfach auch irrsinnig rum. Das ist, und wieder muss ich diesen kompletten, wie bin ich gezogen, den ganzen Weg nochmal anzulatschen. Einfach, weil ich, habe ich was übersehen? Gab es da einen Weg? Ich weiß es nicht, ich renne einfach nochmal durch. Also ich, sag's ganz ehrlich, ich glaube, das ist meine letzte Runde, die ich hier mache. Ich, ich möchte euch, wenn ich in, euch ein Spiel präsentiere, möchte ich dabei irgendwie Spaß und Freude haben. Und das bleibt mir hier in der zweiten Runde gerade völlig aus. Wir haben zwar viel Munition, das ist toll, wir können rumballern, das ist auch toll, aber ich sehe den Sinn nicht. Weil, sorry, ich sehe hier irgendwie gerade den Sinn nicht. Hier oben war wieder Sackgasse. Ich erkenne das auch auf der Karte so sehr schlecht, so unglaublich schlecht, wo wir hergehen sollten, könnten, müssten. So, ich renne wieder hier rum. Wir rennen wieder an dem Haus vorbei. Oder gehen wir mal hier unten rum? Ich weiß das auch nicht. So, wir sind jetzt. Wo sind wir? Wir sind hier. Aber hier ist die Leitplanke. Hier geht es nicht rein. Da steht einer. Hier ist einer. Hier ist noch ein Weg. Können wir hier oben lang weiter? Ich glaube, da ging es auch nicht weiter. Hier war ja alles abgesperrt. Sackgasse. Wunderschön. Es ist einfach ein Rumgeirre und ich verbrenne hier gefühlt meine Zeit. Ich glaube, das Spiel könnte Potenzial haben, wenn es Dinge besser erklären würde, wenn es einen teilweise mal ein bisschen an die Hand nehmen würde. Ich mag auch Spiele, bei denen man selber schauen muss, was man tun muss. Wenn man wenigstens, ich habe ja nicht mal einen Hinweis. Ich habe nicht einen Hinweis, auch in Textform keine vernünftigen Hinweise, wo ich hingehen könnte, was man machen könnte, worauf ich achten soll, wonach man suchen muss. Ich mag ja auch Spiele, wo man wirklich mal nicht absolut akkurat geführt wird, von A nach B und zum Ziel. Alles in Ordnung. Das hat alles seine Berechtigung. Aber hier, das Spiel nimmt an der Null an die Hand. Sorry Leute, heute ist irgendwie meine Nörgelrunde. Ist einfach mal so mein Gefühl, mein Eindruck, den ich hier habe gerade. So, kommen wir hier irgendwie? Da oben waren wir doch schon. Jetzt müssen wir wieder hier einmal komplett rum. Einmal im Kreis latschen, damit wir hinten runter können. Ich weiß auch nicht, ob ich unten was übersehen habe. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist vielleicht um die Uhrzeit da auch nicht mehr gut genug. Das kann auch durchaus sein. Leute. Aber das ist ja genau der Weg, den wir gerade auch beschritten haben. Hier unten ist wieder alles Sackgasse. Es geht hier nicht weiter. Also hier kommen wir nicht weiter. Und auf der anderen Seite will ich wahrscheinlich nicht weiter. Hier ist diese riesen Mega-Cluster-Sache. Vielleicht muss ich das Ding auch bekämpfen. Kann natürlich durchaus sein. Dass sich dann was öffnet, wenn ich diesen Cluster besiegt habe. Aber... weiß ich das? Nein, ich weiß es nicht. Ich vermute nur, vielleicht fehlt uns auch eine Waffe. Vielleicht müssen wir eine neue Waffe machen. Vielleicht muss ich zurück und brauche besseres Equipment, aber da fehlt mir irgendwie jeder Hinweis. Können wir hier unten lang? Auch möglich. Okay, auch mal noch. Rückwärts hier. Ja, schön. Habe ich das gerade auf jeden Fall schon übersehen. Wir nehmen mal ein bisschen Klamotte mit. Aktivieren den Turm. Wir haben 5 von 5 aktiviert. Damit haben wir auf jeden Fall die Quest schon mal
erledigt. Sprich mit Alex. Alex ist aber bei uns in der Basis. Würde ich vermuten. Ich habe aber keine Möglichkeit, zurückzukommen in die Basis. Ohne den ganzen Weg wieder zurückzulatschen. Leute, oder kommt jetzt irgendwo eine Abkürzung? Ich weiß. So, wir müssen nochmal einen neuen Filter nehmen. Einmal Nervfilter, bitte. So, nochmal eine Riesenhorde Zombies. Halleluja. Ich muss wahrscheinlich daran vorbeirennen. Okay, dafür gab es ja hier hinten auf jeden Fall die Abkürzung. Ich renne einfach mal wieder durch. Wir machen das. Wir laufen dran vorbei. Wir müssen mit Alex reden. Das heißt, hier haben wir eine Abkürzung. Wir schreiten jetzt einmal und gehen noch einmal zurück nach Hause. Zu unserem eigenen Bunker. Renn, Bunkerbewohner! Vaultbewohner Nummer 1. Aus welchem Vault kommen wir denn? So, und hier aus... Dann haben wir hier wenigstens eine kleine Abkürzung. Hier oben war ja irgendwo dieser Teleport-Point, von dem aus wir uns zurück teleportieren können. Leute, das sind diese Entscheidungen, die kann ich nicht nachvollziehen. Mal schauen, was Spannendes passiert, wenn wir diese Quest abgeben und mit Alex sprechen. So, hallo Alex. Ich würde dich ja auch gerne mal reinsuchen oder raus. Alex, Tower up and running. Die Tower funktionieren wieder. Wir haben Kommunikation. Guter Job, Captain. Das ist ein großer Schritt nach vorne. Was ist die Situation da draußen? Es gibt einen massiven Zombie-Cluster in der Nähe der City Outskirts. I've never seen anything. Ich habe noch niemals so etwas gesehen. Wir brauchen einen Plan. Ich denke, Dr. Thieler kann uns mit mehr Informationen versorgen zu diesem Thema. Wunderbar. Das ist wahrscheinlich dieser Riesencluster, den wir gerade gesehen haben. Da haben wir einfach keine Chance. Aber Dr. Thieler gibt uns bestimmt einen guten Tipp. Hallo Dr. Thieler. Doc, wir haben ein großes, massives Zombie-Cluster-Problem im Außenbereich. Ich weiß nicht, wie wir das handeln können. Und Alex hat mir gesagt, sie haben eventuell ein paar Ideen. Ich studiere seit einiger Zeit ihr Verhalten für einige Zeit. I worked on a viral super. Ich habe einige Zeit an einem Virus super irgendwas gearbeitet. If we can release it into the cluster, wenn wir es in das Cluster bringen können, it might neutralize the zombies and destroy its nest, dann wird es wahrscheinlich die Zombies neutralisieren und den Nest zerstören. Super, gib mir deine Superwaffe. Ich bin total happy damit. Zerstöre den Cluster. Also ich gehe noch mal kurz hier rein. Wir schauen mal, was wir an Material haben. Wir brauchen auf jeden Fall wieder neue Munition. Das ist gut. Ich mag auch dieses Crafting-Menü nicht, wo ich mich einfach stupide durch so eine Liste durchwälze. Ich finde auch, das kann man deutlich schöner machen. So, ich baue mir hier noch mal ein bisschen was. Vielleicht können wir uns eine Shotgun bauen. Nein. Ich sollte mir wahrscheinlich... Okay, aus den Dingern kann ich mir Metall machen. Ist das so? Ja. Und was brauche ich jetzt noch einmal für die Shotgun? Ich brauche 35. Leute, 35 für eine Shotgun. Kriegen wir ja gar nicht hin. Aber egal, ich hau einfach mal raus hier. Wir hauen einfach mal ein bisschen was zusammen. Ja, das hier können wir auch noch umwandeln. Daraus kriegen wir zweifach Metall. Ach, supi, guck mal da. Dann können wir uns daraus jetzt eine Shotgun bauen. Sehr, sehr schön. Aber wir haben noch keine Shotgun-Muni. Nehmen wir auch mal mit. Kann ich denn jetzt die Waffe wechseln hier? Wie? Ah, okay. So können wir die Waffe wechseln. Ich kann aber nur eine Schusswaffe zur Zeit in die Hand nehmen. Und das zweite muss eine Axt sein. Ich kann also keine zwei... Auch hier kann ich nicht variieren, was ich haben möchte. Ist in Ordnung. Ich würde sagen, wir packen uns mal die Shotgun rein. Vielleicht testen wir die dann auch mal ein kleines bisschen aus. Ah, ich kann sogar hier in der Basis rumschießen. Ach, wie schön. Sehr, sehr cool. Tolle Geschichte. Können unsere Basis zerlegen. Ich mag ja das Setting und irgendwie das Flair hier. Weiß nicht, als alter Bunkerbewohner von Fallout kann ich mich da sehr dran erfreuen. Aber ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht, was ich von halte. Ihr sagt mir bitte gerne, wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video, abonniert den Kanal, kommentiert ganz, ganz fleißig mein Video und sagt mir, was ihr von diesem Titel haltet. Machen wir davon noch eine Folge? Machen wir noch mehr? Wollt ihr mehr sehen? Lasst es mich gerne wissen. Ich braucht da dringend euer Feedback. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Gameboy.